Zwei Dinge sind sicher. Der Tod und dass wir ermitteln, wenn er kommt. Hallo, herzlich willkommen. Richtig. Da sind wir wieder. Tom, zu meiner Rechten, wie immer, ich habe ihn nicht ausgetauscht. Er hat sich sehr, sehr gut geschlagen bisher. Und auch ich stelle mich hoffentlich nicht so dumm an. Auch wenn das in der letzten Folge so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, es war kritisch, aber es war schon so... Wieso? Naja, es war so... Also ich bin nicht drauf gekommen, was das Spiel von mir möchte. Nun weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass ich einfach enorm schlau bin. Oder ob das daran liegt, dass das so ein Moment war, den du ja schon angesprochen hast. So ein Moment im Spiel, wo man so sagen kann, ja, so richtig hundertprozentig organisch war das nicht. Manchmal kann es ja auch ein bisschen beides sein. Ja, das kann auch sein. Vielleicht war ich sehr schlau und das Spiel war auch sehr schlau. Wir haben uns in den letzten Tag gerettet in diesem Fall, möchte genau, ich sagen. Genau. Weil, sag mal, die Oberhand... Haben wir noch nicht. Nee. Weil das Einzige, was wir jetzt rausgekriegt haben, ist, dass letztendlich der Mörder, andersrum, dass das Opfer der Mörder war oder irgendwie sowas sinngemäß. Das mit den Kostümen genau. Umgedreht. Es geht ja um die TV-Serie, um den Stil-Samurai. Und derjenige, der im Stil-Samurai war, war nicht Will Powers, unser genau. Klient, sondern das Opfer. Das Opfer. Und wir wissen und aber auch... verloren in einem Kampf gegen jemanden im Kostüm... vom Gegner des Steel Samurai. Und ich würde auch sagen, sogar vom Mörder. Genau. Also gegen den Mörder hat er verloren. Und wir haben herausgefunden, dass der Mord in Studio 2 Nähe stattfand. Das heißt, dass die Verdächtigen, die wir vorher ausgeschlossen haben, jetzt plötzlich alle wieder verdächtig sind. Nämlich der Regisseur und die Produzentin zum Beispiel. Ja, und das sind aber eigentlich auch die einzigen beiden, von denen wir jetzt gerade wissen. Da waren wohl noch mehr dabei, aber die haben wir noch nicht kennengelernt. Also es ist... flüchtig, der Erfolg, den wir hatten. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Ich erwarte Großes. Und dass wir ihn als unschuldig... Jetzt müssen wir erstmal wieder untersuchen. Das war ganz schön knapp, was mir... Echt zu schade, dass ich das verpasst habe. Tut mir leid. Hä? Maya? Da war ja was. Also, was ist passiert? Kriegt ihr das eigentlich mit, ganz bewusst? Kann sein, dass das gleich thematisiert wird. Ich bin mir nicht sicher. Okay, ich glaube, ich habe eine gute Vorstellung davon, wer es getan hat. Da ist er uns schon mal voraus. Was mir jetzt noch fehlt, sind ein Motiv und Beweise. Zwei Kleinigkeiten, die nicht unwichtig sind. Wow, das läuft ja super, Nick. Nach dem Erstverhandlungssystem ist morgen der letzte Tag, den wir haben. Das Erstverhandlungssystem. Erstverhandlung? Was ist das? Gut, dass man das schon nach nur wenigen Prozessen... Das neue Prozesssystem, das vor 2 oder 3 Jahren eingeführt wurde. Es gab so viele Fälle im System, dass entschieden wurde, alles zu beschleunigen. Und nach diesem System müssen Verhandlungen in 3 Tagen abgeschlossen sein? Das muss man hier beim NSU-Prozess, musst du das mal anmerken. Also... Ja, so ziemlich. Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay, was haben wir denn hier zu besprechen? Das ist die Samurai. Ich verstehe es einfach nicht, Maya. Wieso sollte Herr Hämmer das Deer-Samurai-Kostüm stehlen? Was? Du meinst, Herr Hämmer hatte das Kostüm an? Ja. Aber Herr Hämmer war das Opfer, Nick. Warum sollte er sich die Mühe machen, es zu stehlen? Genau das müssen wir eben herausfinden. Das sind immer so die zusammenfassenden Dialoge. Ja, das ist nicht verkehrt. Was hat die Zeugenaussage des Regisseurs ergeben? Naja, es ist ziemlich sicher, dass die Produzentin und der Regisseur im Wohnwagen waren. Mhm. Was bedeutet, dass einer von beiden der Mörder sein muss. Ach okay, dass da noch mehr Leute beim Meeting waren, das hatte ich dann jetzt irgendwie nur falsch in Erinnerung. Ich glaube schon. Okay. Ich glaube, es wurde jetzt nicht wirklich impliziert. Okay, echt? Wieso? Weil der eigentliche Tatort Studio 2 war. Und da steht auch der Wohnwagen. Was? War Maya schon immer so schnell zu begeistern? War das Begeisterung? Ja, okay, ist auch nicht so ein bisschen. Ja, überraschend. Und ist dir irgendwas aufgefallen, was uns helfen könnte? Ich kann nicht sehen, was passiert, wenn Mia hier ist. Okay, die weiß das also. Also nein, mir ist nichts aufgefallen. Alles klar. Vielleicht sollten wir mal mit VP sprechen, mit Will Power sprechen, für diese Abkürzung. Also schön, dass das Spiel ich einmal würde auf einfach das VP Dumme. Sagen. Ja. Powers stimmt. Okay, dann machen wir das doch einfach mal, weil genau. Untersuchen bräuchten wir hier, glaube ich, nichts. Können wir mal zu Powers gehen? Der sieht... Wenn irgendjemand erinnert er mich, aber ich weiß nicht wen. Ich glaube Robin. Wolverine? Ja, das kann auch sein. Ja, right. Sie haben heute wieder sehr gute Arbeit geleistet, danke. Oh, danke.
Blicken Sie nicht so drein, als ob Sie gleich in Tränen ausbrechen. Wow, Nick, du musst sie da drin ja echt beeindruckt haben. Bitte hören Sie doch auf, so verletzlich auszusehen. Ja, ein kleines Tierbaby. Hey, WP, nur noch einen Tag. Machen wir was draus. Ja, auch wenn ich nicht wirklich dabei helfen kann. Hahaha, ich weiß auch nicht genau, was ich tun kann. Hahaha, ich bin völlig nutzlos. Bitte, das ist nicht zum Lachen. Cool, wir sind ein gutes Team. Ja. Einer kann nix, eine will nicht und wir. Können Sie mir mehr über Frau Vasquez erzählen? Oh, die Produzentin? Sie genießt in der Branche einen guten Ruf. Man sagt, sie sei ein Genie. Ein Genie? Sie ist schon seit 5 Jahren bei Global Studios. Egal, ob sie recht hat oder nicht, niemand wagt es, ihr zu widersprechen. Das ist ein gutes Genie. Mhm. Herr Einstein, aber das stimmt nicht. Ich bin ein Genie! Wieso? Seit sie dabei ist, haben wir einen Erfolg nach dem anderen. Global Studios war am Boden, aber sie verhalf uns zu neuer Größe. Und? Und was? Nichts, vergessen Sie es. Es gibt immer noch die Sache mit Jack Hammer, über die wir nichts wissen. Ja. Da steckt irgendwas hinter. Und die Assistentin gesagt hat, da ist was, aber das ich darf es nicht sagen. Ja, ja. Ich habe sowieso nur Gerüchte gehört. Ah ja. Können Sie mir etwas über Herrn Manella erzählen? Oh, er war früher ein kleiner Regisseur, dessen Filme nur auf Video rauskamen. Aber irgendetwas an seiner Arbeit ist Vasquez positiv aufgefallen. Sie kam mit der Idee für den Steel Samurai zu ihm. Sie hatte sich das also ausgedacht. Okay. Heute kennt jeder den Namen des Herrn Manella. Oh Gott, auf Säule. Ich habe gehört, er soll ziemlich nach ihrer Pfeife tanzen. Aha. Aha. Wenn sie sagt springen, fragt er wie hoch und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass er nach ihrer Pfeife tanzt, aber nicht, dass er springt. Weil er so dick ist. Ha. Ich habe über den Herrn Hammer nachgedacht. Er war früher einmal ein richtig großer Star, oder? Aber dann war er plötzlich wie vom Erdbogen verschluckt. Oh. Ja, Sie haben recht. Er war sogar mein Vorbild, als ich in der Branche anfing. Aber er hat einfach keine großen Rollen mehr angenommen. So jederzeit fing er an, in kleinen Produktionen von Global aufzutreten. Wie konnte er das nur tun? Oho, ist da schon wieder irgendwas? Ist da irgendwas? Das könnte sehr gut sein, Mats. Okay, da hast du sehr gut aufgepasst. Ich habe mich wirklich auf eine Fortsetzung von Der Sommer des Samurai gefreut. Er hat vor 5 Jahren einfach aufgehört, ein Star zu sein. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, das war genau zu dem Zeitpunkt, als Frau Vasquez zu Globals kam. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Vor 5 Jahren? Ha. Irgendwas wieder mit Abhängigkeit und Abhängigkeiten und okay. Gibt es da irgendwas, was wir präsentieren können, sollten? Ich glaube nicht. Wir haben auch sonst wieder nichts. Okay, dann gehen wir nochmal zu den Studios. Oh Gott. Oh, sie wieder. Ich dachte, sie ist tot. Bin gespannt, wie viele Variationen du noch hast. Die alte Labertasche ist ziemlich still heute. Weißt du, dieser Ort ist so friedlich im Moment. Nick, ich glaube, sie passt gerade nicht auf. Wirklich? Ich wette, wir könnten sogar diese Donuts im Wachhaus essen, wenn wir wollten. Wenn sie das tun, sind sie tot. Sie lebt. Cool. Irgendwas ist mit Old Bag. Ja. Dann fragen wir doch mal nach. Ich hätte ein paar Fragen zur Produzentin Di Vasquez. Oh, die hohen Tiere von den Studios hier lieben sie. Deshalb kann sie hier immer ihr Kopf durchsetzen. Sie wird verbittert. Haben die sich etwa... Mögen sie die Produzentin nicht? Hören Sie... Die Studios wollen nicht, dass ich über sie rede. Tut mir leid. Aha. Wird einem hier der Mund verboten. Kann ich Sie etwas über Salmonella fragen, den Regisseur? Sir, der ist weich, ein Schwächling. Tut alles, was Vasquez von ihm verlangt. Alles, hä? Sie behandelt ihn wie Dreck, aber ich glaube, ihm gefällt's.
Dreck, hä? Bitte? Wieso würde sich jemand gerne wie Dreck behandeln lassen? Das ergibt doch gar keinen Sinn, oder Nick? Nein, das ergibt keinen Sinn, Maya. Überhaupt gar keinen. Cool. Schön, dass ihr das nochmal bestätigt. Ja. Was Herrn Hammer betrifft. Ich habe gehört, was Sie heute gesagt haben. Sie vorlauter gerne groß. Der arme Hammer. Sie zerren einen Stern vom Himmel und ziehen ihn durch den Dreck. Zieh einen Stern vom Himmel und dann durch den Dreck. Ihn wie einen Kriminellen zu behandeln, ein Dieb. Ich werde das nie vergessen. Cool. Oh oh, sie ist diesmal richtig sauer. Hören Sie gut zu, gerne groß. Mein armer Hammer würde so etwas niemals tun. Wieso sollte er Paus Kostüm stehlen, um an mir vorbeizuschleichen? Er würde sich niemals so weit herablassen, unmöglich. Ja, gut, da, verstehe. Dann, leise weitergehen. Gehen wir in den. Vielleicht gucken wir erstmal in den Personalbereich, was da los ist. Wir hören die Musik auf. Tut sie hier, glaube ich, fast immer. Im Personalbereich. Ich schätze, sie drehen heute auch nicht. Ich würde gerne mal beim Drehen zusehen, nur einmal. Dieser Prozess wird morgen vorbei sein. Du kannst später zum Dreh gehen. Du hast recht. Hier hast du den Schlaftablettenbehälter gefunden, richtig? Nur falls wir es vergessen haben. Ja. Ich frage mich, ob hier noch andere Hinweise herumliegen. Oh Gott, ja. Nein, 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 nein. Nichts anfassen. Yay, Gamschuh. Hey. Oh, entschuldigen Sie, Kleine. Wollte Sie nicht erschrecken. Wollte nicht. Ich hatte fast einen Herzinfarkt. Ja, schätze, ich bin manchmal etwas dramatisch, ja. Als wohl der Schauspieler in mir, ne? Oh ja, sehr dramatisch. Naja, also ich bin eigentlich hier, um den Teller auf diesem Tisch zu untersuchen. Moment, suchen Sie nach Schlaftabletten? Genau, Junge. Spuren davon. So. Okay. Der Teller. Sie suchen also nach Spuren von Schlaftabletten? Aber wie? Ja, für eine genaue Untersuchung muss ich den Teller mit aufs Revier nehmen. Eine oberflächliche Untersuchung kann ich aber direkt hier vor Ort machen. Unser Labormensch hat mir so eine Testflüssigkeit gegeben. Die reagiert auf Schlaftabletten, klar. Also bei Spuren ändert sie die Farbe. Wow, klasse. Na los, Inspektor Gamschuh, worauf warten Sie noch? Schön langsam, alles zu seiner Zeit, Kleine. Also, die Testflüssigkeit hat auf dem Teller ihre Farbe ziemlich verändert. Also waren da Schlaftabletten auf dem Teller? Ja, sieht so aus. Steak-Teller zur Gerichtsakte hinzugefügt. Okay. So. Also wir wissen, dass da jemand Schlaftabletten drauf gemacht hat. Wie läuft Ihre Ermittlung? Na, halt ins Essen gemischt. Oder ins Essen, ja. Um die Wahrheit zu sagen, ist ein ganz schöner Schlamassel, Junge. Manche Leute denken, wir sollten uns auf den Fall gegen Powers konzentrieren. Und manche Leute denken, wir sollten unseren Verdächtigen wechseln. Wechseln wir unseren Verdächtigen. Was denken Sie, Inspektor Gamschuh? Naja, Kleine, ich gebe es nur ungern zu. Aber ich bin nicht mehr von der Anklage gegen Herrn Powers überzeugt. Irgendwie tut mir aber auch Herr Edgeworth leid. Ja, der vor allen Dingen. Dir nicht? Ja, doch immer. Wie geht es Edgeworth denn? Edgeworth dreht langsam durch. Er war im Warteraum und hat einen Pappbecher mit sehr, sehr heißem Kaffee zerdrückt. Ja, hat auch gesagt. Verbrennung frei aus, Kumpel. Cool. Wow, der Zorn des Edgeworth. Kann ich mir so richtig vorstellen. Oh ja, Pappbecher zerquetschen. Mit heißem Kaffee. Becher, Flaschen? Becher, was? Becher, Flaschen. Sagen Sie, was ist eigentlich mit dem leeren Behälter? Das sollte jetzt sein Übergang. Sie meinen den Schlaftablettenbehälter, den sogenannten? Also, ich habe gute Nachrichten für Sie, was den anbelangt. Man hat die Fingerabdrücke von Jack Hammer, dem Opfer, draufgefunden. Okay. Vermutet. Das heißt also... Ja, scheint so, als hätte ausgerechnet das Opfer
Bauers schlafen geschickt. Also hatte ich recht. Schlaftablettenbehälter zur Gerichtsakte hinzugefügt. Okay. Erneut? Oder hat er sich jetzt geupdatet? Oder war der vorher wieder weg? Weil den hatten wir auf jeden Fall schon. Der war wieder weg, tatsächlich. Okay. Weil wir ihn wahrscheinlich einmal benutzt haben. Tut mir leid, das Argument haben Sie schon mal gebracht. Ja, geht nur einmal. Na gut, mit Jack-Hammers-Finger abdrücken, okay. Und dann haben wir noch aus dem Personalraum Spuren von Schlaftabletten und einem großen Knochen. Das wird bestimmt noch wichtig, dieser große Knochen. Ja, weil eigentlich... Du hast ihn ja schon die ganze Zeit, pochst du auf den Knochen. Ich sage, dieser Knochen hat noch, weil auf den anderen waren keine Knochen. Mhm. Und die Assistentin hat ja das Essen gemacht oder sowas, ne? War da nicht irgendwas? Stecken alle mit drin. Alle schuld. Du auch. Alle im Knast. So, wir gucken. Ja. Oh, hallo. Was machen Sie hier? Oh, ich habe gerade die Umkleide sauber gemacht. Ich denke, WP wird sie nicht mehr brauchen, also, boah. Was? Warum? Kommt doch eh in den Knast. Aber WP ist unschuldig gehängt im Knast. Ja, und ich danke Ihnen für das, was Sie ihm angetan haben, dachte ich. Aber... diese Woche war die letzte Folge von Steel Samurai. Was? So oder so? Was? Nein! War ja Ihre Lieblingssendung. Also Moment, es war sowieso die letzte Folge von Steel Samurai? Und was Cass? Und jetzt ist der Tod der... Okay, das ich sehe da einen Zusammenhang, glaube ich. Ich würde Ihnen gerne einige Fragen über Herrn Hammer stellen. Ja? Am Tag des Mordes ist er zu Studio 2 gegangen. Hä? Ich dachte, er ging zu Studio 1? Er hat auch das Steel-Samurai-Kostüm gestohlen. Ja. Was? Warum sollte Herr Hammer so etwas tun? Oh. Dann ist das Gerücht also wahr. Das Gerücht? Ja, Frau Vasquez, die Produzentin hatte Hammer irgendwie im Griff. Ja, gut, ist jetzt... Sie hatte wohl irgendeinen Dreck gegen ihn in der Hand. Er tat alles, was sie sagte. Irgendein Dreck? Was für ein Dreck? Dreck. Sie wissen schon, irgendwas Krummes. Ich weiß schon, was Dreck bedeutet. Vor etwa 5 Jahren haben sie einen Film mit Herrn Hammer in der Hauptrolle gedreht. Sie haben das neue Studio benutzt, Studio 2. Irgendein Unfall passierte während des Drehs. Seitdem wurde Studio 2 nie wieder benutzt. Aha. Sie haben sogar die Kulissen so gelassen, wie sie waren. Die Kulissen? War der Wohnwagen also Teil der Kulissen? Aber erstmal. Was meinen Sie mit die letzte Folge von Steel Samurai? Ich weiß, das ist ein Schock, aber daran lässt sich nichts mehr ändern. Ja, jetzt, wo der eine tot ist, ist auch schwierig. Wer auch immer Herrn Hammer getötet hat, hat das Ende der Steel-Samurai besiegelt. Ach so, okay, ja, es war schon voll. Kostüm hätte man auch problemlos. Richtig, stimmt. Einfach mit Stroh füllen oder so. Ja, aber es klingt so, als wäre es schon vorher so entschieden. Ja, und jetzt schon. Ist es einfach sowieso. Ja. Nein. Ich habe auch gehört, dass Global Studios sein Programm ändern wird. Sie werden wohl keine Kindersendung mehr machen. Was? Warum? Ich weiß es nicht. Es ist traurig, aber Global Studios hat sich so entschieden. Okay. Global Studios ist übrigens der perfekte Egalo-Name, den man so im Studio geben kann. Da kannst du ja wirklich auch alles machen. Das ist ja noch nicht mal, dass die Filmstudios gesagt haben. Nee. Nein. Global Studios. Warum machen sie keine Sendung für Kinder mehr? Die hohen Tiere wollen den Steel-Samurai nicht mehr um sich herum haben. Ich mag, dass die spannende Musik von dem Reveal gerade immer noch spielt, während dieser eigentlich total mäßig irrelevanten Seriensache. Ich wollte gerade sagen, aber auf mich wirkt es total wichtig. Das ist mir klar geworden, ja, es könnte vielleicht an der Musik liegen. Das ist, Sie wollen vergessen, dass all das jemals passiert ist. Ja, nach 2-3 Tagen kann man das schon mal alles vergessen. Man muss auch mal vergessen können. Sie wollen es ruhig haben, verstehen Sie? Wie können Sie das nur tun? Naja, ist das stört. Was mit denn all den Kindern, die den Steel-Samurai lieben? Das ist okay. Ich bin mir sicher, dass die Kinder es gut verkraften werden. Sie werden einen anderen Helden finden, dem sie folgen können. Nein. Das kann nicht wahr sein. Wenn die Serie endet, wird es ihnen bestimmt das Herz brechen. Nick, sag doch was. Ja. Gut. Ich denke, das verlangt nach Beweisen, nicht nach Worten. Hier, sehen Sie sich das an.
Ich würde erstmal den Teller zeigen. Was ist das? Das ist der Grund, warum man den Stil Samurai nicht absetzen kann. Entschuldigen Sie, ich verstehe nicht. Ich auch nicht, Nick. Warum denn nicht? Ein Teller mit... Komisch, aber ich auch nicht. Ups, das probieren wir nochmal. Okay, ich dachte, man kann ihr jetzt den Teller zeigen, das da und so. Dann sind es wohl die Schlaftabletten, die... Könnte ich mir vorstellen. Was ist das? Die Schlaftabletten sind der Grund, weshalb man den Stil Samurai nicht absetzen kann? Ja, weil er ja offensichtlich dann geschlafen haben muss und er kann kein Mörder sein. Du denkst gerade zu sehr in dem Kriminalfall. Entschuldigung, ich dachte, ich bin im Kriminalfall. Nein. Es geht ja um das Prinzip, warum darf man den Stil Samurai nicht absetzen. Ach so, entschuldigen Sie, ich verstehe nicht. Ich auch nicht, Nick. Ja, aber... Das hier, der Weg zum Ruhm oder die Kamera? Der Weg zum Ruhm wird es dann wahrscheinlich sein. Ich habe gerade aus der Regie gehört, es könnte das sein. Und das ist? Ein Fan hat all diese Fotos gesammelt. Die Kinder lieben den Stil Samurai. Die Serie darf nicht gestoppt werden, nur damit ein paar Erwachsene ihr Gesicht wahren. Nur weil da jemand tot ist, heißt es doch nicht, dass er nicht trotzdem noch weiter... Da kann doch jemand anders ins Kostüm rein. Ich denke, das verstehen Sie besser als irgendjemand sonst. Ja, Sie haben recht. Okay. Aber warum erzählen Sie mir das? Nur für den Anfang. Sie können mir etwas erzählen. Ah. Erzählen Sie mir, was Global Studios so gerne verheimlichen möchte. Erzählen Sie mir von diesem Unfall vor 5 Jahren. Okay. Okay, sag ich doch. Das hatten wir ja vorher schon. Ja. Können Sie mir sagen, was vor 5 Jahren passiert ist? Nun, ich kann Ihnen sagen, was ich gehört habe. Anscheinend ist damals jemand ums Leben gekommen und es war Herr Hämmer schuld. Okay. Jemand kam ums Leben? Es war natürlich ein Unfall. Wie auch immer. Die Produzentin, Frau Vasquez, konnte die Sache vertuschen. Und das ist der Dreck, den sie gegen Herrn Hämmer in der Hand hatte. Und deshalb würde Herr Hämmer alles tun, was Frau Vasquez von ihm verlangt. Aber es war ein Unfall, oder? Warum haben Sie es nicht einfach bekannt gemacht? Nun, wie Sie wissen, war Herr Hämmer damals ein großer Star. Sie hatten Angst um seine Karriere, wenn das herausgekommen wäre. Ich verstehe. Wissen Sie, wer mehr darüber weiß? Frau Uldbeck. Ja, nee, dann ist Power schuldig. Ja, das tut mir leid. Das lohnt sich nicht. Sie war damals im Studio, wissen Sie? Danke. Wir werden versuchen, ihr ein paar Fragen zu stellen. Ja, freuen wir uns schon drauf. Wenn sie denn reden will. Bringen wir lieber ein paar Donuts mit. Ja. Alle Donuts. Verstehe. Genau. Also langsam... Dickens. Genau. Dickens. Du hast ein Bild inzwischen von der Situation. Genau. Das, was ich mich jetzt natürlich frage... Also wahrscheinlich hat dann der Werte Hämmer sich irgendwie entschieden, irgendwas zu tun, was der Vasquez nicht so besonders gefallen hat. Und deswegen hat sie ihn umbringen lassen. Oder sie wollte die Serie halt komplett beenden, weil das hat sie ja geschafft, dann quasi den Bösewicht umzubringen und den Hauptdarsteller als Schuldigen dastehen zu lassen. Und dann war es der Regisseur. Aber wahrscheinlich stecken die alle mit drin. Sollte die Serie schon vorher beendet werden. Ja, und wahrscheinlich wollten Hämmer und... Oder der Regisseur Powers? Wollte es nicht. Ich glaube, Powers wusste davon nichts. Ich glaube, der hat immer geschlafen, wenn irgendwas Wichtiges passiert ist. Das kann gut sein. Naja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also irgendwas... Aber es deutet sich auf jeden Fall an, dass die da drin steckt. Was? Sie schleichen immer noch hier rum? Und sie leben immer noch. Wenn es Ihnen hier so gut gefällt, warum lösen Sie mich da nicht ab? Die alte Labertasche sieht gar nicht gut aus. So grundsätzlich. Ja, uns was Neues. Alle legen sich mächtig ins Zeug, um Hämmer zu vergessen. Was glauben Sie denn, wer Global Studios zu dem gemacht hat, was es heute ist? Hämmer? Das verdanken wir alles Hämmer? Sie hat langsam Schaum vor dem Mund, Nick. Vielleicht sollten wir besser aus Sicherheitsabstand gehen? Sie ist bestimmt ansteckend. Ja, wird man das. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie uns irgendwas verrät. Erzähl uns die Wahrheit, Oldback.
Ich wollte Sie gerne fragen, was vor 5 Jahren war. Wissen Sie, wo Sie vor 5 Jahren um diese Uhrzeit waren? Wer hat das gesagt? Von wem haben Sie das gehört? Was? Nichols! Man muss einfach mal Leute fragen, du Tom, vor fünf Jahren. Und wenn die dann, was? Nichols? Einmal mit O, einmal mit E? Nichols, Nick. Penny Nichols. Die Assistentin, mit der wir gesprochen haben. Richtig. Hier. Yeah. Egal, wir haben jedenfalls von dem Unfall gehört. Es passierte während eines Drehs mit Jack Hammer. Wer ist denn überhaupt gestorben? Hä? Na, irgendjemand also muss so ja... Also da, also genau, dass der Hammer gestorben ist, das habe ich mir schon noch gemerkt. Ich mach das kurz so. Wer ist tot? Er hat einen Mann getötet, nicht wahr? Hier ist das Opfer. Was für ein Opfer? Gerne groß, alle beide. Einfach den Dreck über die Vergangenheit auszugraben. Noch dazu eines Verstorbenen. Ich nehme an, Sie finden das lustig. Nein, ich mache nur meine Arbeit, um Herrn Powers zu schützen. Und Sie behaupteten, dass Hammer Powers Kostüm gestohlen hat? Erwarten Sie, dass ich diesen Blödsinn glaube? Oder haben Sie irgendwelche Beweise? Vielleicht wollte Vasquez, hat sie Hammer erzählt, er würde wieder die Hauptrolle übernehmen. Und dann? Deswegen hat er sich das Kostüm geholt. Vielleicht. Hä? Und dann? Aber er war doch im Kostüm, ne? Mhm. Er war im Kostüm und ist dann von dem umgebracht worden. Mhm. Muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, sich das Kostüm mal zu ziehen. Naja, wir wissen ja, dass sie scheinbar was gegen ihn in der Hand hatte. Also wenn sie ihm sagt, mach das. Zieh das Kostüm an. Um sonst was zu erreichen, was wir ja noch nicht wissen, was der Punkt davon war. Ha. Beweise, dass Hammer Powers Kostüm gestohlen hat. Ha. Wir haben den Teller, also die Schlaftabletten hätten wir. Und da sind ja die... Hier sind beides Beweise. Ja, ne? Ja, dann haben, also wir haben mindestens einen. Ja. Tut mir leid, Frau Oldbeck, aber ich habe Beweise. Ich kann beweisen, dass Herr Hammer das Kostüm von Herrn Powers gestohlen hat. Dann probier es erstmal damit, weil da waren ja die von Jack Hammer. Jack Hammers Fingerabdruck. Das. Hier ist mein Beweis. Was? Was soll denn ein kleiner leerer Behälter beweisen? Das ist ein Behälter für Schlaftabletten. Ein sogenannter Schlaftablettenbehälter. So. Darauf sind Fingerabdrücke von Herrn Hammer. Was beweist das bitte? Ich bin sicher, der alte Hammer manchmal, dass der alte Hammer manchmal schlaflose Nächte hatte. Wo ist Ihr Beweis, dass er Powers die Tabletten verabreicht hat? Nun, da haben wir diesen Teller, wo der Beweis, dass, ja. Herr Powers hat ein T-Bone Steak zu Mittag gegessen, richtig? Also ja, und? Das ist der Teller, von dem er das Steak gegessen hat. Auf dem Teller sind Spuren von Schlaftabletten. K.O. K.O. So ein Street Fighter. War dieser Sound irgendwie schon mit dabei. Ich verstehe. Armer Hammer. Sie haben Unrecht getan, Hammer. Ihre Seele ruhe in Frieden. Wow. Frau Oldbeck? Also gut. Sie haben gewonnen. Ich werde reden. Ich bin es leid. Sehen Sie... Leid, alles für mich behalten zu müssen. Deswegen ist sie auch so alt. Eigentlich ist sie erst 25. Das krieg ich. Frau Oldbeck, Sie haben recht. Vor 5 Jahren gab es einen Unfall, einen tödlichen Unfall. Schlimmer ist nur, dass ein Paparazzo ein Foto davon gemacht hat. Oho. Dieses Foto, naja, es sorgte ganz schön für Aufregung. Raten Sie mal, wer alles wieder gut gemacht hat. Vasquez. Sie hat Verbindungen zur Mafia. Oh oh. Sie hat diesen Paparazzo zum Schweigen gebracht. So hatte es begonnen. Danach wurde sie zu einer wahren Macht hier im Studio. Verbindung zur Mafia. Natürlich. Ich verstehe. Aber Sie müssen verstehen. Der arme Hammer wollte niemand jemals schaden. Frau Oldbeck. Warten Sie einen Augenblick. Arme Frau Oldbeck. Hier, nehmen Sie das. Das gelöschte Foto? Ein Foto? Nee. Oh, das ist sogar der Zaun, der immer noch abgebrochen war. Moment mal. Was ist das betreffende Foto? Ist das der Wohnwagen von Studio 2?
Emma sollte oben auf dieser Treppe mit einem Bösewicht kämpfen. Genau da. Er schubste den anderen Schauspieler und der Mann fiel auf den Gartenzaun. Aber wo haben Sie das her? Es war vor langer Zeit. Ich möchte nicht darüber reden. Ich verstehe. 5 Jahre altes Foto zur Gerichtsakte hinzugefügt. Eieieiei. Okay. Ja. Also wir wissen jetzt, dass es da Verbindung gibt und dass eine Abhängigkeit bestanden hat und ein Machtverhältnis, aber wir wissen immer noch nicht so richtig, was genau, was auch das Motiv ist und so weiter und so fort. Das ist immer noch alles ein bisschen im Dunkeln. Alles sehr nebulös. Dunkel wird's jetzt auch gleich hier, denn das Video ist vorbei. Sowas. Ich kann euch aber schon sagen, dass es in der nächsten Folge relativ fix in die nächste Gerichtsverhandlung geht, in den letzten Tag Echt? Der Gerichtsverhandlung. Das heißt, wir werden auch erst da wirklich rausfinden, was da überhaupt los war und passiert ist. Ich bin ein bisschen gespannt, denn ich weiß es, ich habe wirklich doch... Du kannst doch einfach die ganze Zeit behaupten, ja, ich weiß es ja schon. Ja, ja, ich habe alles gesehen. Und wenn es dann rauskommt, genau wie ich mir dachte. Ja, ja, das war genau so, habe ich... Bis zum nächsten Mal. Tschüss.